Hallo, liebe Freunde der internationalen Naschereien. Es ist mal wieder soweit. Die neue vernaschete Welt ist da. Und ihr seid zu stark beleuchtet. So. Ja. Wie gewohnt, ich mache sie auf, hole Stück für Stück raus. Und am Ende sage ich euch, ob sie mir gefällt oder ob sie mir nicht gefällt. Wer die Videos schon gesehen hat, bisher die anderen, weiß ja, wie es abläuft. Ich werde mir heute mal die Freiheit nehmen, die alte Box nicht zu bewerten, da man es vielleicht gehört, dass meine Stimme ein klitzeklein wenig nicht so gesund klingt. Ja, ich habe keine Ahnung, was übrigens das Thema ist dieses Mal. Und ich habe keine Ahnung, ob es halt nicht schafft, genau in die Kamera zu schauen und nicht wieder daneben. Thema heute haben wir... Ah, okay, noch England. Irgendwas hat nicht gelesen. Irgendwas war da. Da ist noch ein Bonuszettel dabei, aber den lesen wir uns jetzt nicht durch. So. Produkt Nummer 1. Walkers. Katsu Curry Flavor Potato Crisp. Okay. Quasi Chips mit Curry-Geschmack, so wie das jetzt für mich klingt. Ja, was? Ich mach Chips. Dann haben wir ein zweites Produkt. Rice Krispies Squares. Ja, okay. Okay, ja. Rice Krispies, ich bin jetzt nicht der größte Fan davon. Finde es aber auch nicht abstoßend. Was ich jetzt nicht so mag, die ganzen bunten Sprinkler und Smarties da drauf. Die sind jetzt irgendwie nicht so, ja, hau mich jetzt nicht so vom Hocker. Aber prinzipiell okay. Das war übrigens noch die Karte, die hatte ich vergessen euch zu zeigen. Nächstes Produkt, das könnte noch ein Chips sein. Hula Hoops Puffed. Salted. Okay. Ich glaube, hier hatten wir schon mal aber andere Geschmacksrichtung. Na, viel ist vielleicht nicht drin. 15 Gramm, im anderen waren 25 Gramm drin. Naja. Dann haben wir Flips. Strawberry Cheesecake Coated Brezel. Oh, okay, das finde ich cool. Sowas kenne ich noch nicht. Also ich kannte den Erdnussbutter. Die hatten wir schon mal. Aber okay. Ich bin jetzt nicht der allergrößte Fan von Brezeln, die mit Indigenen dann immer Zug haben. Aber ich lasse mich gerne überraschen. Vielleicht schmecken mir die sehr gut. Aber Laugengebäck und süßer Überzug ist irgendwie nicht so meins. So, wir haben noch 1, 2, 3, 4 Sachen, glaube ich. Und kein Getränk dieses Mal. Was haben wir hier? Ah, Drumsticks. Die hatten wir in einer anderen Box schon mal. Allerdings im größeren Format. Und da kosteten es, nicht da kosteten sie, da hatten wir, was hatten wir da? Kaugummi-Geschmack und irgendwas anderes. Ich hatte diese, also das hier sind Raspberry Milk, Raspberry war Himbeere Milch. Die hatte ich auch tatsächlich schon auch mal. Das ist tolles Deutsch. Die gibt's bei Rewe. Die Großpackung ist jetzt ehrlich gesagt nicht sonderlich teuer. Ich glaube 1,50 Euro, also das ist schon teuer. Im Vergleich zu anderen Gummibärchen, aber oh, das hier ist jetzt echt bloß eine kleine Packung. Haben hier nicht vom Hocker. Das heißt, es sind 75 Cent. Hätten sie ruhig eine Großpackung reinmachen können. Dann haben wir KitKat Cookies and Cream. Die hatten wir auch schon mal, oder? Gut, KitKat geht immer. 5 plus 1, free. Passt.
Krieg immer. Dann haben wir Smarties Sharing Block. Also in anderen Worten, eine normale Schokolade mit Smarties drinnen. Das ist halt eine Markenname. Haben wir jetzt nicht so vom Hocker, aber okay. Jetzt haben wir noch zwei Sachen. Eins davon ist VIB. Licious Blood Orange. Okay, ja, jetzt kommen wir zu einem Bereich, der schon eher interessanter wird. Es sieht aus, als wäre es irgendwas mit. Ja, hier. Caramel Milk Chocolate Digestives. Heißt Digestive nicht verdaubar? Ich habe keine Ahnung. Okay. Finde ich cool. Wie gefallen mir. Und last but not least. Jaffa Cakes Pineapple. Okay, now we're talking. Das ist so mein Bereich. Jaffa Cake liebe ich. 10 Stück ist jetzt nicht die Hölle. In einer normalen Rolle in Deutschland sind 12 Stück drinnen. Aber prinzipiell gefällt mir das sehr, sehr, sehr gut. Wie gesagt, leider kein Getränk drinnen. Aber ja. Was haben wir hier? Liebe Naschkatzen und Naschkatzen, das ist jetzt hier. Das ist der Zusatzsätze. Leider kam es aufgrund Covid-19 zu Produktionsschwierigkeiten bei Mars und es konnten nicht ausreichend Mars Soft Centers hergestellt werden. Wir haben deshalb ein leckeres Ersatzprodukt für euch in die Box gepackt. Mit Twinkies VIBs. Der Name VIBs steht für Very Important Biscuits. Es stellt keinerlei Übertreibung dar, bla 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 bla. Es gab drei unterschiedliche Sorten. Classic Caramel Bliss Chocolate Verdauung. Verdauung. McVitie's himmlischer Schoko-Haselnuss-Geschmack Schokoladenverdauung. Haben die das Wort wörtlich übersetzt? Und McVitie's VIB Luscious Blood Orange Flavor Caramel Chocolate Digestives. Also kurz zusammengefasst, es gibt scheinbar welche ohne Geschmack, aber quasi original an Haselnuss und Orangengeschmack. Aber ich finde es jetzt hier wirklich sehr, das steht da Verdauung. Warum auch immer, keine Ahnung. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, wenn ich jetzt euch auch nicht vorlese, was das ganze Zeug ist. Ich glaube, das meiste, ja, war jetzt selbstredend. Okay, wo ist mein Stift? Also, für diese Teile hier habe ich jetzt mal 1,50 veranschlagt. Die Jaffa Cake habe ich jetzt mal mit 1 Euro veranschlagt. Smarties 2 Euro. Die Dinger hier 2 Euro. Weil es Kellogg's waren, ansonsten wäre der Scheiß nicht so viel wert.
KitKat 3,50 €. 50 €. 2 € und 75 €. Kommen wir insgesamt auf 13,25 €. Bin ich damit zufrieden? Nein. Inhaltlich ist die Box gut, kommt aber meiner Meinung nach nicht ans Preis-Leistungs-Verhältnis ran. Vor allem nicht, früher hat die Box mal 19 € gekostet, also 19,99 €. Mittlerweile kostet sie regulär 25 €. 24,99 €. Und ich habe ja leider Gottes ein Jahresabo genommen. Das heißt, wir müssen noch ein paar Boxen durch. Und ja, 13,25 €. Ich habe 21,99 € pro Box bezahlt. Habe ich nicht vom Hocker. Habe ich echt nicht vom Hocker. Naja, liebe Leute, ich danke fürs Zusehen und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bye bye.